Das ist Jabba. Und das ist Nick. Die beiden wollen hoch hinauf, auf den höchsten Gipfel der Schweiz, auf die Dufourspitze. Eine Reise quer durch die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Von Appenzell auf die Dufourspitze im Wallis. Nick und Jabba werden vom Winter überrascht, als sie auf die Jodlerin Nadia Res stoßen. Sie sind überwältigt vom schönsten Sonnenuntergang Europas und Nick muss sich die bange Frage stellen, woher kommt dieses Tier? Das ist über Stock und Stein. Morgendämmerung am Wallensee. Das ist Wesen. An diesem Dorf fahren die meisten vorbei. Nicht so Jabba und ich. Und wir merken, Wesen ist ein Geheimtipp. Die Riviera am Wallensee. Früher, als noch Dampfschiffe auf dem Walensee fuhren, kamen viele Touristen nach Wesen. Sogar der berühmte Musiker Franz Liszt hat hier Lieder komponiert. Kein Wunder, dieser Ort hatte und hat immer noch seinen Reiz. Die Altstadt ist eingebettet zwischen den Bergen und dem See. Ruhig ist es hier im Städtchen mit seinen 1500 Einwohnern. Wir sind unterwegs ins Bahnhöfli. Dort treffe ich mich mit Hertha Köchli. Hertha ist Bergsteigerin, aber nicht irgendeine. Sie hat schon über 104.000er bestiegen. Erst mit 48 Jahren hat sie damit begonnen. Heute ist sie 71. Grüezi Sarah. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Von Höfli und zu Wesen. Ich bin der Nick. Ich bin Hertha. Das freut mich sehr. Schaut mal, so schön. Einst mal jemand. Wie schön. Endlich jemand, der kleiner ist als ich. Ich verwende nicht mehr das gleiche Waschmittel wie früher. Deshalb bin ich geschrumpft. Dafür musst du nicht mehr so viel den Berg hinaufschleppen. Grüezi Sarah. Danke vielmals. Da ist er gut. Wow. Danke vielmals. Nimm Platz. Bist du da? Warst du auf der Dufourspitze? Ja, das war 1990. 90 war. Hast du gelitten? Gelitten eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Ich leide nie. Ich gehe gerne hoch. Warst du noch auf einem höheren Berg im Ausland? Im Ausland. Ja, in Ecuador. Ah ja? Ja. Wie hoch? 6000 Meter, der Chimborazo und der Cotopaxi. Es gab aber auch Berge, auf denen ich umkehren musste. War es einmal richtig gefährlich? Ja, bei einem Steinschlag, aber das war nicht schlimm. Wann hast du den letzten 4000er bestiegen? Vor zwei Jahren, als ich diese Auszeichnung bekam. Von den Walliser Bergführern. Wann bekommt man die? Bei den ersten 30 gibt es Bronze, bei 50 Silber und bei 100 bekommt man die Goldmedaille. Ich habe Respekt vor dieser Dufourspitze. Das schaffst du. Sicher. Ja, immer mit Freuden gehen und nie aufgeben. Wenn du älter wirst, nie aufgeben. Ja, das kann man leicht sagen mit einer solchen Goldmedaille. Seit 3 Wochen sind wir unterwegs, haben 2 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein durchquert und auch wettermäßig war für Abwechslung gesorgt. Frühling, der Föhn, der dann zusammenbrach, es begann zu regnen und jetzt, ich kann es kaum glauben, sind wir wieder im Winter angekommen. Jabba und ich sind Richtung Einsiedeln unterwegs. Dort wollen wir im Benediktinerkloster übernachten und für besseres Wetter beten.
gibt's ja nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Innerhalb weniger Minuten hat es so viel Schnee hingeworfen. Vielleicht kann Nadja Rees den Schnee zum Schmelzen bringen. Ich werde nämlich die Jodlerin gleich hier oben treffen, denn sie wohnt in dieser Gegend. Sie ist international eine der vielseitigsten Jodlerinnen. Aber heute sehe ich ja nichts. Das gibt's nicht mit dem Wetter. Ciao, oh, schönes Wetter bringst du da. Stimmt das? Wenn du eine Kirche siehst, gehst du rein und jodelst. Meistens. Ist diese groß genug? In einer größeren klingt's besser. Ich will dich hören. Mal, die tönt schön. Hier oben bin ich selten. Als Einsiedlerin und Kirche. Ja, ich bin im Kloster. Ja, ich war Klosterschülerin, hatte mit der Kirche zu tun. Aber ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Das will ich später noch genauer wissen. Aber jetzt jodle mal. Hast du einen Jodel bereit? Ja. Ist es Vergnügen oder müssen? Jodeln ist immer ein Vergnügen. Nur wenn es am Vorabend spät geworden ist, nicht. Es wird einem gleich warm ums Herz. Unglaublich. Das ist gut bei diesen Temperaturen. Seit wann kannst du jodeln? Offenbar wollte ich schon als ganz kleines Kind Jodlerin werden. Ich sang viel. Zum Glück hatten mir die Eltern das nicht verboten. Wenn du sprichst, tönst du ganz anders, als wenn du jodelst. Was passiert da? Du meinst vom Klang her? Alles geht so. Das ist natürlich wie mein Instrument, jodeln, die Stimme. Beim Jodeln ist die Stimme mein Instrument. Und dieses Instrument ist größer als die Stimme beim Sprechen. Komm, jetzt da uns warm geworden ist, gehen wir wieder in die Kälte. Wie lange dauert es bis Villazelle? Bis zu meinem Wohnort etwa anderthalb Stunden. Das ist das grosse Studio, wo du bist. Ja. Unterwegs erzählt mir Nadja, wie es in der Klosterschule in Einsiedeln war und wie sie mit dem Singen anfing. Du hast das Abi 1999 gemacht. Nein, 98. Ist schon einige Jahre her. Im großen, ehrwürdigen Kloster Einsiedeln. Ja, sieht man mir das nicht an? Ich weiß es nicht. Müsste man das? Aber geprägt hat dich diese Schule schon? Ja, schon, natürlich. Vor allem, was musikalisch abging, war für mich sehr interessant. Ich wollte nicht ins Internat. Ich wohnte gerne zu Hause. Ich ging einfach dort zur Schule, weil es das nächste Gymnasium war. Irrsinnig schön, wie es aufklappt. Der Jodel gehört doch in die Landschaft und nicht einfach in ein Konservatorium. Natürlich gehört das Jodeln in die Landschaft. Aber man kann das Jodeln auch lernen und das könnte in einem Konservatorium stattfinden. Tut es aber nicht bis jetzt. Du musstest auch gegen Widerstände kämpfen und gelacht wurde auch ab und zu. Ja, am Konservatorium fand man zum Beispiel, mit Jodeln mache man die Stimme kaputt. Oder meine Schulkameraden fanden Jodeln nicht gerade cool. Aber das war mir egal, denn das Jodeln, das bin ich. Ohne geht es nicht. Von hier oben bis hier unten. Und wenn man sieht, wo du aufgewachsen bist,
Und wenn man sieht, wo du aufgewachsen bist, kann man eigentlich vor lauter Freude nur losjudeln. Ich habe aber immer Hemmungen, loszujuchzen. Du nicht? Juhu! Sie auch nicht. Dich ist ja klar. Ja. Ich hab's gemacht! So, schau dir das Loch ab. Gott, halt! Jodeln ist so befreiend. Ich habe es übrigens beibehalten, immer wenn es mir schlecht geht. Fenster auf und hinaus jodeln. Und schon habe ich wieder eine Therapiestunde eingespart. Bis nach Villazell ist es nicht mehr so weit. Nadia, Chaba und ich haben vor lauter Plaudern und Wandern sogar den Wintereinbruch vergessen. Oder ob ich sie mit gutem Gewissen frei laufen kann. So. Ich bin eigentlich geschafft. So. Ja, jetzt ohne diese Etappe mit so vielen Wetterwechseln und schrägen Leuten wie du. Danke gleichfalls. Das einzig Farbige im Moment ist deine Jacke. Wirklich, du hast Farbe in die Sendung gebracht, was ja nicht anders zu erwarten war. Für mich ist fast ich merke, Therapie, das Jodeln ist für mich fast ein wenig Therapie. Das sagen andere auch. Für mich ist es manchmal auch so. Sicher? Ja, das tut gut. So Leute, die zu dir in die Workshops kommen, empfinden die das auch als Therapie? Die schauen das auch als Therapie an. Ja, auf eine Art. In gewisser Weise schon, denn sie gehen meistens fröhlich nach Hause. So gesehen hat es einen therapeutischen Aspekt. Aber ich formuliere es nicht so. Aber es braucht Mut. Es braucht Mut zum Jodeln. Ja, schon, aber das braucht es grundsätzlich beim Singen. Es braucht auch ein bisschen Mut, ja. Die kommen und sind die Leute am Anfang eher gehemmt? Die kommen ja freiwillig. Ja, ja, klar. Aber das sind Leute, die sich vielleicht finden wollen. Vielleicht, ja, zum Teil. Das ist eine schöne Suche zu sich selber. Komm, wir jodeln noch gemeinsam. Gut, beginnst du? Nein, du, sag mir, was ich singen muss. Du kannst einfach... Du kannst einige Töne gerade halten. Weißt du, wie das geht? Ja. Tiefer. Jo, lo, lo. Jo, du wohnst hier unten und ich gehe jetzt hier entlang Richtung Einsiedeln. Tschüss. Einsiedeln. Am anderen Morgen. Langsam wird es hell. Ich durfte in den ehrwürdigen Mauern des Benediktinerklosters übernachten. Halleluja! 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 Für Chaba gab es einen Schlafplatz im Pferdestall des Klosters. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Pater Jean-Sébastien. Das ist übrigens der Hotelier des Klosters, richtig? Kann man so sagen, oder? Ja, Gästepater wäre der. Der Gästepater, genau. Ich habe sehr gut geschlafen, bin aber ehrlich gesagt auch wieder froh, dass ich jetzt wieder aus dem Kloster darf. Dass ich austreten darf. Nein, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil ich weiter möchte. Genau, auf dem Weg zu sein, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Also, dann gehe ich. Haben Sie Ihre Stempel bekommen? Welchen Stempel? Das ist immer wichtig, dass er ganz schön ist. Die Pilger sind sehr scharf darauf. So, dann ein guter Weg. Dankeschön. Vergessen Sie den Hund nicht. Oh, Jesus Gott, ja. Ciao. Danke vielmals. Gute Zeit. Guten Weg. Komme ich da einfach so? Ja. Ah, auch raus kommt man nicht einfach so. Nein. So, dann einen guten Weg und Gottes Segen. Merci vielmals.
Wiederschön, schönen Tag. Wiederschauen, Vater. Mit Gottes Segen kann nichts mehr schiefgehen. Ich habe zum ersten Mal in einem Kloster übernachtet und Chaba zum ersten Mal in einem Stall. In einem Klosterstall, im ältesten Gestüt Europas. Dort wartet man seit Tagen auf die Geburt eines Fohlens. Diese Nacht klappte es sicher. Haben wir euch gefunden? Habt ihr gut geschlafen, Ursi? Du hast Nachwuchs bekommen. Du hast Nachwuchs bekommen. Also meine Stute ist respektive meine Stute. Es ist zwar fast so, als hätte ich ihn bekommen. Seit einer Woche schlafe ich im Stall. Schau, eine schöne Stute, Madonna. Like a virgin, touched me the very first time. Yes, mein Gott, ein Fohlen. Nein. Wenn du keine Angst hast, geh rein. Es hat vielleicht Angst vor mir. Java, bleib. Ich mach nichts. Es steht schon. Es kam um 2 Uhr nachts auf die Welt. Eine halbe Stunde später stehen Fohlen bereits. In der freien Wildbahn muss das noch schneller gehen, denn sonst werden sie gefressen. Wichtig ist, dass sie gleich trinken, damit sie zu Kraft kommen. Es macht das perfekt. Das macht sie also perfekt. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Fohlen? Was macht ihr jetzt mit dem Fohlen? Das behalte ich. Es wird später in der Zucht verwendet. Zur Weiterzucht verwendet. Komm, Mädchen, wir gehen. Dann gehen wir wieder. Gottes Segen haben wir und am Frauenbrunnen gibt es heiliges Wasser. Das könnte Chaba nicht schaden, doch sie hält es nicht für nötig. Willst du nicht? Du willst nicht? Also gut. Wir sind jetzt schon die 4. Woche unterwegs und immer wieder Schnee, Regen, Stürme, nichts von Wonnemonat, weit und breit. Der Frühling 2010 hat es in sich. Doch jetzt scheint es aufzuklaren. Die Sonne gewinnt. Dufourweg. Dann bin ich hier richtig. Die Dufourspitze ist ja unser Ziel. Aber vorerst geht's zum Wildspitz, zum höchsten Punkt im Kanton Zug. Yes, yes, yes! Sattel da unten. Da unten ist Sattel, Hochstuckli, Mostelberg, die Mieten, dort der Glärnisch mit Vrenelis Gärtli. Dann müsste dort der Tödi sein. Stimmt nicht ganz. Das hier, das ist der Tödi. Bald haben wir es geschafft. Wildspitz, noch eine Stunde. Um Geissli, um. Eiger, Mönch, Jungfrau, kaum zu glauben. Geht's ja nicht. Schau dir den Wildspitz. Komm.
Das Bergrestaurant Wildspitz liegt auf 1580 Metern und ist der höchste Punkt im Kanton Zug. Im Jahr 2000 brannte das alte Haus bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer sah man damals bis nach Zürich. Das ist Chaba. Dann muss das Nick sein. Willkommen im Top of Zugerland. Das klingt gut. Weißt du, dass ich noch nie hier oben war? Ich sehe bis zu mir nach Hause. Wo wohnst du? Dort, Richtung Rotkreuz. Gut, das weiß ich nicht. So. Auch im Kanton Zug. Und jetzt hast du es geschafft. Und jetzt hast du es geschafft, auf den höchsten Punkt des kleinsten, aber schönsten Kantons zu kommen. Ich hoffe, du hast genug Hunger. Ich hoffe jetzt, du hast einen genug großen Appetit. Und für Jabba habe ich eine Wurst. Ausnahmsweise. Ja, der arme Hund musste doch auch laufen. Er hat jetzt etwas verdient. Das war happig. Von Einsiedeln bis hierher. So, bitte sehr, einen rechten guten. Was ist das? Spargelrisotto mit Lamm-Gigot und gedämpften Tomaten. Kochst du immer so? Wenn ich Zeit habe, ja. Ich hoffe, es sei so gut wie immer. Das sieht köstlich aus, danke. Weltklasse, Heidi. Sehr fein. Sehr fein. Danke vielmals. Danke vielmals. Es freut mich, wenn es dir schmeckt. Ja, und wo ist der Chaba? Wo ist Chaba? Da vorne liegt sie. Komm, du bist ja aufgelaufen. Du bist ein armer Hund. Sitz. Chaba. Ja, so ist gut. Was für ein Sonnenuntergang. Man sagt, am Zugersee gäbe es den schönsten Sonnenuntergang Europas. Das hier ist der Beweis. Haben wir geschlafen. Auf dem Wildspitz waren wir sicher nicht das letzte Mal. Unser nächstes Ziel? Der Kniepen auf dem Rossberg. Danach geht's mitten im Bergsturz nach Goldau hinunter. Der Kniepen ist der Fortsatz vom Wildspitz. Wie eine Schanze steht er da. Hier hat sich der Berg einmal stark bewegt. Vor 200 Jahren hat der Rossberg halb Goldau unter sich begraben. Pass auf, Chaba, da. Das ist der Bergsturz, schau. Über 450 Menschen sind damals gestorben. Sie sind der Martin. Ja, und Sie, Herr Hartmann. Freut mich sehr, irrsinnig schön. Sind Sie häufig da oben? Rolli Marti ist pensionierter Sekundarlehrer, Bergsturzexperte und leidenschaftlicher Beobachter seiner näheren Heimat. Um diese Jahreszeit kommen manchmal Jungadler vom Murtertal her. Diese sind ein Jahr bei den Eltern, dann kommen sie in die Pubertät und drehen durch. Nach dem Winter haben die Eltern genug von ihnen. Können sie zwar nicht aus dem Nest werfen, möchten sie aber loswerden. Dann schicken sie sie fort. Deshalb kommen sie hierher. Und jetzt kommen die alle hier raus.
Die sind in der Pubertät und spinnen, fliegen hoch auf. Sie fliegen hoch, hoch hinauf und machen dann den sogenannten Glissandenflug. Das haben Sie sicher noch nie gehört. Sie haben noch nie gehört, was das ist. Die fliegen, die gehen hoch auf. Sie fliegen so hoch wie möglich hinauf und lassen sich dann fallen. Wie ein Flugzeug. Und danach, wenn bis sie am Boden sind. Bis sie am Boden unten sind. Wenn man Glück hat, mit viel Glück kann man das beobachten. Am Bergsturz etwa. Aber es ist eine Seltenheit. Das ist der Bergsturz. Ja. Ich muss auf Goldau. Ich muss nach Goldau runter. Darf ich mit Ihnen gehen? Ich gehe natürlich nicht wie jeder Halbschuh-Tourist den normalen Weg hinunter. Wie meinen Sie das? Sie haben gute Schuhe an. Müssen wir etwas leiser sein, damit die Adler kommen? Ach ja, man sollte nicht so lärmen, sonst vertreibt man sie. Entschuldigung. Ja, ja. Also wir, müssen, also, wir gehen jetzt dort den Spezialweg hinunter. Den Spezialweg durch. Schau mal, komm, wir haben einen gefunden, komm. Bin ich dort drüben bin ich zu Hause. Buenas Schloss um eine Ecke rum. Ja. Also nicht Schloss. Ja, ja. Da sieht man den ganzen Kanton Zug. Ciao, kannst du da oben? Haus, Jabri. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Ja, da muss man ein aufpassen. Auch hier muss man aufpassen, damit man nicht stürzt. Das war deine Idee. Achtung, hier kann es sehr glatt sein. Also, gehen wir da durch. Dieser Abstieg nach Goldau hat es in sich und ist alles andere als kinderwagentauglich. Deine Adler sind noch nicht gekommen. Nein, weil es leicht föhnig ist, getrauen sie sich vielleicht nicht zu fliegen. Wie viel Zeit verbringst du im Bergsturz? In dieser Jahreszeit bin ich etwa 3-4 Mal pro Woche hier oben. Es ist extrem interessant. Und ich bin ein Mensch, der gerne in die Wildnis geht. Hier oben hat man das Gefühl, in Mexiko oder im Wilden Westen zu sein. Vielleicht in Mexiko oder im Wilden Westen. Du brauchst also nicht wegzugehen. Nein, denn wir haben in der Schweiz alles, was es im Ausland auch gibt. Einzig das Meer und die Vulkane fehlen. Das Meer und Vulkan fehlen. Aber sonst haben wir alles. Wo geht es jetzt lang? Auf dieser Seite. Mit äußerster Vorsicht. Weil da dem Güssel innen. Und da. Die Adler sind doch noch gekommen. Siehst du sie? Sind sie doch noch gekommen? Sind sie doch noch gekommen? Schau, jetzt stürzt er und macht deine Flüge. Ja, das ist ein Spalt. Vorsichtig da. Vorsichtig. Du musst jetzt hier hinunter. Irgendwann kommt ein Weg, dann bist du gerettet. Da bist du gerettet. Danke, dass du mich bis dahin. Danke, dass du mich bis hierher geführt hast. Hat mich sehr gefreut, dich einmal zu sehen. Aber vorsichtig hier. Das ist nicht jedermanns Sache. Seit Jahren gab es wieder einmal eine Schulstunde. Einen Lehrer wie diesen hätte ich auch gerne gehabt. Jesus Gott. Mein Gott. Dunne. Dort unten sind Bären, Dunne, jetzt Bären und Wölfe. Kein Witz. Das ist Ronja, Leitwölfin der 4 Jungwölfe, die im Tierpark Goldau zu Hause sind.
Martin Meister und Priska Rama sind Tierpfleger. Sie haben die Wölfe aufgezogen. Jeden Tag geht Martin Meister ins Gehege, um durch den nahen Kontakt das Vertrauen der Tiere aufzubauen. Seit Februar teilen die Wölfe ihr 4 Hektar großes Revier mit 2 sibirischen Bären. Die beiden älteren Bärinnen lassen sich von den 4 frechen Jungwölfen nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Wer ist stärker, der Bär oder der Wolf? Stärker ist sicher der Bär. Sicher der Bär. Aber listiger ist der Wolf. Listiger ist der Wolf, sage ich jetzt mal so. Ist es ein Experiment oder wusstet ihr, was passieren wird, wenn ihr Bären und Wölfe zusammenbringt? Ungefähr wussten wir es. Ein Experiment ist es immer, wenn man 2 Tierarten zusammenführt. Vor allem, wenn noch 2 ältere Bären unter ihnen sind. Ich war selber überrascht, wie gut das von Anfang an lief. Das Interesse der Wölfe war nicht sehr groß und das der Bären anfangs auch nicht. Es lief super. Besser könnte es gar nicht gehen. Wie bist du überhaupt zu dem Traumjob gekommen? Wie bist du zu diesem Traumjob mit den Bären und den Wölfen gekommen? Ich bin seit 19 Jahren im Tierpark. Ich habe normal angefangen. Ich bin eigentlich gelernter Metzger. Das Gegenteil von Tierhaltung. Ja, und ich habe mich schon immer für die Natur interessiert. Ich fotografiere viel und präpariere Tiere. Alles gehört zusammen. Wie gefährlich ist es, wenn du im Gehege bist? Ich glaube, wenn man Angst hat, muss wenn man Angst hat, sollte man nicht hineingehen. Könntest du Leitwolf werden? Das wird es nie geben. Sobald mich die Leitwölfin nicht mehr akzeptiert, gehe ich nicht mehr hinein. Dann ist es vorbei. Jabba musste ich draußen lassen. Hunde dürfen nicht in den Tierpark. Logisch, bei den vielen freilaufenden Tieren. Man kann Futter kaufen. Diese Mouflons sind ganz wild darauf. Goldau, die Bären, Wölfe, Mouflons haben wir längst hinter uns gelassen. Auch das schöne Wetter und die Innerschweiz. Wir sind jetzt im Berner Oberland und gehen übers Gehental Richtung Hasliberg. Sind Sie auf dem Weg über die Grenze, oder? Nein, wir sind zum Engselnalb. Auf die Engselnalb? Ja. Okay. Ja, ja. Ursprünglich? Aus Holland. Aus Holland. Ah ja, ehrlich. Gut, Hoop Holland. Woher kommen Sie jetzt? Geischholz, das haben wir. Ferien. Oh, sehr schön. Ja, super. Schön. Jetzt nützen Sie noch ein bisschen das schöne Wetter. Es kann am Nachmittag kann's dann wieder regnen. Oben abends sauen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ziemlich sicher. Das ist ein bisschen der Föhn noch, der Südwind, der da reindrückt. Aber es ist trocken jetzt. Ja, ja, schön. Wir sind froh. Ja, der hat doch auch noch nie eine Kamera gesehen, nein. Oder Sie? Nein, das können Sie nicht. Na gut, also dann lasse ich Sie wieder. Wir gehen noch Richtung Hasliberg runter. Oh ja. Oh, ja. Das Gehental ist bekannt für seine vielen Wasserfälle. Einige hat der Nebel sogar freigegeben. Jetzt kommt Wasser. Jetzt muss oben rein schmelzen. Wollen wir baden weiter? Spiez am Thunersee. Von hier oben hat man eine schöne Aussicht über den See.
Spiez liegt am Südufer des Thunersees im Bezirk Niedersimmental. Der Ortsname Spiez kommt aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie Landzunge. Jabba und ich verlassen Schloss Spiez und wandern Richtung Simmental. Doch vorher besuchen wir noch drei besondere Frauen. Draußen klatscht und dampft, dann sind die Waschweiber am Werk. Sie waschen noch so, wie man vor 60 Jahren gewaschen hat, noch mit alten Geräten und einem richtigen Kochkessel. Brauch wollen die drei Frauen weiterleben lassen. Die Wäsche wird nämlich auch mit reiner Handarbeit strahlend sauber. Da kommt einer, um uns zu helfen. Denkste, zuschauen werde ich. Hallo, ich habe etwas für zu waschen. Hallo, Nick, ich bin Marianne. Marianne freut mich. Ich bin die Röse, die Böse. Ja, das ist Röse, die Böse. Der Nick. Ich bin Erika. Da ist Erika. Schau mir hin, weißt du, was du kannst. Da hinein kannst du deine Wäsche geben. Aber das ist Kochwäsche. Aber das ist doch Kochwäsche. Ja. Das ist auch Kochwäsche. Ja, und das hier ist auch Kochwäsche. Diese kocht man 20 Minuten lang und dann brüht man sie in heißem Wasser. Danach lässt man sie hier versäcken, abtropfen. Was? Versäcken? Ist das etwas Unanständiges? Nein, nein. Früher trugen die Frauen offene Unterhosen, damit sie so pinkeln konnten. Ja. Dann kommt die Wäsche in den Brunnentrog und danach wird sie aufgehängt. Und das passiert heute alles in der Trommel der Waschmaschine. Ja, und dann sortiert man sie. Aber im Keller und nicht draußen. Ja, ja. Kann ich helfen? Kannst du mal probieren? Ja. Erika, gehst du zum Mikro? Ich muss mich erst mal erleichtern. Sowas könntet ihr nicht waschen. Doch, aber nur mit 30 Grad. Das wäscht man von Hand und drückt es nur leicht. Das mache ich manchmal im Hotel mit Shampoo. Ja, das kann man auch. Habt ihr die Zeit noch erlebt? Ja, ich habe wirklich noch so gewaschen. Ich als Kind auch noch. Jemand muss rechts und jemand muss links drehen. Ich kann nur rechts drehen. Ja. Deshalb frage ich ja. Es muss sich eine Blase bilden. Die gibt es. Fest drehen. Danach kann man die Wäsche aufhängen. Kannst du dich noch an die erste Waschmaschine erinnern? Ja, meine Mutter hatte als erste eine Waschmaschine im Dorf. Alle Frauen kamen, um sie zu sehen. Das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis.
Ja, und alle haben sie beneidet. Jetzt tut man das ausklopfen. So, jetzt klopft man das Tischtuch aus und danach wird es aufgehängt. Das machen wir auch gemeinsam. Ja, sonst fällt es in den Dreck. Das ist eure Wäsche von der letzten Woche. Ja, ja. Das sind die alten Klammern. Früher wusch man im Frühling und im Herbst. Was Frühling und Herbst? Nicht einmal pro Woche? Nein, nur im Frühling und im Herbst. Deshalb hatte man viel Wäsche zum Wechseln. Sonst wäre das gar nicht gegangen. Windeln und Unterwäsche wusch man in der Küche. Das andere hat man im Frühling oder im Herbst gewaschen. Es kamen 2-3 Waschfrauen auf die Stör, wenn man auf den Hof nicht genügend Leute hatte. Und man zog eine lange Wäscheleine. Wenn nicht selber Leute nur sich in der Bauerei oder so, und dann hat man grosse Wäsche gekriegt. Wie oft hat man denn die Wäsche gewechselt? Weiß man das? Vielleicht einmal pro Woche. Wenn es Streifen gab, hat man die Unterhose umgedreht. Okay. Das nächste Mal wäscht ihr im Herbst wieder. Ja. Böse, du Böse. Ach so, böse ist sie gar nicht. Nein, nein. Manchmal ist es freches Mut. Ciao, Nick. Alles Gute, gute Chance. Vielmal. Macht's gut. Sauber bleiben. Ja, ja, das sind wir. Hat der Niesen einen Hut, bleibt das Wetter sicher gut. He? Gut. Und Jabba. Jetzt geht es ab auf die Alp Morgerten, auf 1600 Meter Höhe über Meer. Apropos Wetter. Hier oben ist der Winter zurückgekehrt. Es ist 0 Grad. Wir freuen uns aufs Bett. Auf der Alp Morgerten schlafen wir in der Suite des Alp. Ohne Strom und warmes Wasser. Romantik für Chaba und mich. Super. Sogar eine Galerie gibt es. Aber kalt ist es hier. Jetzt da oben ein heißes Bad. Das würde ich mir wünschen. Genau so muss es sein. In der nächsten Folge über Stock und Stein: Nick und Chaba nehmen von Saas-Fee aus die Dufour-Spitze in Angriff. Ein Schneesturm lässt Nicks Motivation auf den Nullpunkt sinken. Das Ziel rückt plötzlich in weite Ferne. Dort unten sind Bären und Wölfe. Kein Witz. Das ist Ronja, Leitwölfin der 4 Jungwölfe, die im Tierpark Goldau zu Hause sind. Martin Meister und Priska Rama sind Tierpfleger. Sie haben die Wölfe aufgezogen. Jeden Tag geht Martin Meister ins Gehege, um durch den nahen Kontakt das Vertrauen der Tiere aufzubauen. Seit Februar teilen die Wölfe ihr 4 Hektar großes Revier mit 2 sibirischen Bären. Die beiden älteren Bärinnen lassen sich von den 4 frechen Jungwölfen nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Wer ist stärker, der Bär oder der Wolf? Stärker ist sicher der Bär. Sicher der Bär, aber listiger ist der Wolf. Listiger ist der Wolf, sage ich jetzt mal so. Ist es für euch ein Experiment? Ist es ein Experiment oder wusstet ihr, was passieren wird, wenn ihr Bären und Wölfe zusammenbringt? Also ungefähr haben wir es gewusst. Ungefähr wussten wir es. Ein Experiment ist es immer, wenn man 2 Tierarten zusammenführt. Vor allem, wenn noch 2 ältere Bären unter ihnen sind. Ich war selber überrascht, wie gut das von Anfang an lief. Das Interesse der Wölfe war nicht sehr groß und das der Bären anfangs auch nicht. Es lief super. Besser könnte es gar nicht gehen. Wie bist du überhaupt zu dem
Traumjob gekommen. Dass du Wie bist du zu diesem Traumjob mit den Bären und den Wölfen gekommen? Ja, ich bin seit 19 Jahren eigentlich im Tierpark. Ich bin seit 19 Jahren im Tierpark. Ich habe normal angefangen. Ich bin eigentlich gelernter Metzger. Das Gegenteil von Tierhaltung. Ja, und ich habe mich schon immer für die Natur interessiert. Ich fotografiere viel und präpariere Tiere. Alles gehört zusammen. Wie gefährlich ist es, wenn du im Gehege bist? Ich glaube, wenn man Angst hat, muss wenn man Angst hat, sollte man nicht hineingehen. Könntest du Leitwolf werden? Das wird es nie geben. Sobald mich die Leitwölfin nicht mehr akzeptiert, gehe ich nicht mehr hinein. Dann ist es vorbei. Jabba musste ich draußen lassen. Hunde dürfen nicht in den Tierpark. Logisch, bei den vielen freilaufenden Tieren. Man kann Futter kaufen. Diese Mouflons sind ganz wild darauf. Goldau, die Bären, Wölfe, Mouflons haben wir längst hinter uns gelassen. Auch das schöne Wetter und die Innerschweiz. Wir sind jetzt im Berner Oberland und gehen übers Gehental Richtung Hasliberg. Sind Sie auf dem Weg über die Grenze, oder? Nein, nein, wir sind zum Engselnalp. Auf die Engselnalp? Ja, okay. Ja, ja. Ursprünglich? Aus Holland. Aus Holland. Ah ja, ehrlich. Gut, Hoop Holland. Woher kommen Sie jetzt? Von Geischholz, da haben wir Ferien. Oh, sehr schön. Ja, sehr super. Schön. Ja. Jetzt nützen Sie noch ein bisschen das schöne Wetter. Es kann am Nachmittag kann's dann wieder regnen. Oben abensauen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ziemlich sicher. Das ist ein bisschen der Föhn noch, der Südwind, der da reindrückt. Aber es ist trocken jetzt. Ja, ja, schön. Wir sind froh. Ja, der hat doch auch noch nie eine Kamera gesehen, nein. Oder Sie? Nein, 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 das können Sie nicht. Na gut, also dann lasse ich Sie wieder. Wir gehen noch Richtung Hasliberg runter. Oh, ja. Oh, ja. Das Gehental ist bekannt für seine vielen Wasserfälle. Einige hat der Nebel sogar freigegeben. Jetzt kommt Wasser. Jetzt muss oben rein schmelzen. Wollen wir baden weiter? Spiez am Thunersee. Von hier oben hat man eine schöne Aussicht über den See. Liegt am Südufer des Thunersees im Bezirk Niedersimmental. Der Ortsname Spiez kommt aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie Landzunge. Jabba und ich verlassen Schloss Spiez und wandern Richtung Simmental. Doch vorher besuchen wir noch drei besondere Frauen. Musik.
Wenn es draußen klatscht und dampft, dann sind die Waschweiber am Werk. Sie waschen noch so, wie man vor 60 Jahren gewaschen hat. Noch mit alten Geräten und einem richtigen Kochkessel. Dann oh, das ist ein guter Weg. Dankeschön. Vergessen Sie den Hund nicht. Oh, Jesus Gott, ja. Ciao. Danke vielmals. Gute Zeit. Guten Weg. Komme ich da einfach so? Ja. Ah, auch raus kommt man nicht einfach so. So, dann einen guten Weg und danke Gottes vielmal. Segen. Merci vielmals. Wiederschön, schönen Tag. Wiederschauen, Vater. Mit Gottes Segen kann nichts mehr schiefgehen. Ich habe zum ersten Mal in einem Kloster übernachtet und Chaba zum ersten Mal in einem Stall. In einem Klosterstall, im ältesten Gestüt Europas. Dort wartet man seit Tagen auf die Geburt eines Fohlens. Diese Nacht klappte es sicher. Haben wir euch gefunden? Habt ihr gut geschlafen, Ursi? Du hast Nachwuchs bekommen. Du hast Nachwuchs bekommen. Also meine Stute ist respektive meine Stute. Es ist zwar fast so, als hätte ich ihn bekommen. Seit einer Woche schlafe ich im Stall. Schau, eine schöne Stute, Madonna. Like a virgin, touched me the very first time. Mein Gott, ein Fohlen. Wenn du keine Angst hast, geh rein. Es hat vielleicht Angst vor mir. Java, bleib. Es steht schon. Es kam um 2 Uhr nachts auf die Welt. Eine halbe Stunde später stehen Fohlen bereits. In der freien Wildbahn muss das noch schneller gehen, denn sonst werden sie gefressen. Wichtig ist, dass sie gleich trinken, damit sie zu Kraft kommen. Es macht das perfekt. Das macht sie also perfekt. Was machen wir jetzt mit dem Fohlen? Was macht ihr jetzt mit dem Fohlen? Das behalte ich. Es wird später in der Zucht verwendet. Zur Wiederzucht verwendet. Komm, Mädchen, wir gehen. Dann gehen wir wieder. Gottes Segen haben wir und am Frauenbrunnen gibt es heiliges Wasser. Das könnte Chaba nicht schaden, doch sie hält es nicht für nötig. Willst du nicht? Du willst nicht? Also gut. Wir sind jetzt schon die 4. Woche unterwegs und immer wieder Schnee, Regen, Stürme, nichts von Wonnemonat, weit und breit. Der Frühling 2010 hat es in sich. Doch jetzt scheint es aufzuklaren. Die Sonne gewinnt. Dufourweg. Dann bin ich hier richtig. Die Dufourspitze ist ja unser Ziel. Aber vorerst geht's zum Wildspitz, zum höchsten Punkt im Kanton Zug. Yes, yes, yes! Sattel da unten. Da unten ist Sattel, Hochstuckli, Mostelberg, die Mieten, dort der Glärnisch mit Vrenelis Gärtli. Dann müsste dort der Tödi sein. Stimmt nicht ganz. Das hier, das ist der Tödi. Bald haben wir es geschafft. Wildspitz, noch eine Stunde.
Eiger, Mönch, Jungfrau, kaum zu glauben. Geht's ja nicht. Guck dort der Wildspitz. Komm. Das Bergrestaurant Wildspitz liegt auf 1580 Metern und ist der höchste Punkt im Kanton Zug. Im Jahr 2000 brannte das alte Haus bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer sah man damals bis nach Zürich. Das ist Chaba. Dann muss das Nick sein. Willkommen im Top of Zugerland. Das klingt gut. Weißt du, dass ich noch nie hier oben war? Ich sehe bis zu mir nach Hause. Wo wohnst du? Dort, Richtung Rotkreuz. Gut, das weiß ich nicht. So. Auch im Kanton Zug. Und jetzt hast du es geschafft. Und jetzt hast du es geschafft, auf den höchsten Punkt des kleinsten, aber schönsten Kantons zu kommen. Ich hoffe, du hast... Ich hoffe jetzt, du hast einen genug großen Appetit. Und für Chaba habe ich eine Wurst. Ausnahmsweise. Ja, der arme Hund musste doch auch laufen. Er hat jetzt etwas verdient. Das war happig. Von Einsiedeln bis hierher. So, bitte sehr, einen rechten guten. Was ist das? Spargelrisotto, mit Lammgigot und gedämpften Tomaten. Kochst du immer so? Wenn ich Zeit habe, ja. Und ich hoffe, es sei so gut wie immer. Das sieht köstlich aus, danke. Weltklasse, Heidi. Sehr fein. Sehr fein. Danke vielmals. Danke vielmals. Es freut mich, wenn es dir schmeckt. Ja, und wo ist der Chaba? Wo ist Chaba? Da vorne liegt sie. Das ist Chaba. Und das ist Nick. Die beiden wollen hoch hinauf. Auf den höchsten Gipfel der Schweiz. Auf die Dufourspitze. Eine Reise quer durch die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Von Appenzell auf die Dufourspitze im Wallis. Nick und Chaba werden vom Winter überrascht, als sie auf die Jodlerin Nadia Res stoßen. Sie sind überwältigt vom schönsten Sonnenuntergang Europas und Nick muss sich die bange Frage stellen, woher kommt dieses Tier? Das ist über Stock und Stein. Morgendämmerung am Wallensee. Das ist Wesen. An diesem Dorf fahren die meisten vorbei. Nicht so Chaba und ich. Und wir merken, Wesen ist ein Geheimtipp. Die Riviera am Wallensee. Früher, als noch Dampfschiffe auf dem Walensee fuhren, kamen viele Touristen nach Wesen. Sogar der berühmte Musiker Franz Liszt hat hier Lieder komponiert. Kein Wunder, dieser Ort hatte und hat immer noch seinen Reiz. Die Altstadt ist eingebettet zwischen den Bergen und dem See. Ruhig ist es hier im Städtchen mit seinen 1500 Einwohnern. Wir sind unterwegs ins Bahnhöfli. Dort treffe ich mich mit Hertha Köchli,
Hertha ist Bergsteigerin, aber nicht irgendeine. Sie hat schon über 104.000er bestiegen. Erst mit 48 Jahren hat sie damit begonnen. Heute ist sie 71. Grüezi, Sarah. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Höflich und zu wissen. Ich bin der Nick. Ich bin die Hertha. Das freut mich sehr. Schau mal, so schön, eigentlich mal jemand. Wie schön, endlich jemand, der kleiner ist als ich. Ich verwende nicht mehr das gleiche Waschmittel wie früher, deshalb bin ich geschrumpft. Dafür musst du nicht mehr so viel den Berg hinaufschleppen. Grüezi, Sarah. Danke vielmals. Da, ja, ist doch gut. Wow. Wow. Danke vielmals. Nimm Platz. Ja. Bist du doch? Warst du auf der Dufourspitze? Ja, das war 1990. 90 gsi. Hast du gelitten? Gelitten eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Ich leide nie. Ich gehe gerne hoch. Warst du noch auf einem höheren Berg im Ausland? Im Ausland. Ja, in Ecuador. Ah ja? Ja. Wie hoch? 6000 Meter, der Chimborazo und der Cotopaxi. Es gab aber auch Berge, auf denen ich umkehren musste. War es einmal richtig gefährlich? Ja, bei einem Steinschlag, aber das war nicht schlimm. Wann hast du den letzten 4000er bestiegen? Vor zwei Jahren, als ich diese Auszeichnung bekam. Von den Walliser Bergführern. Wann bekommt man die? Bei den ersten 30 gibt es Bronze, bei 50 Silber und bei 100 bekommt man die Goldmedaille. Ich habe Respekt vor dieser Dufourspitze. Das schaffst du. Sicher. Ja, immer mit Freuden gehen und nie aufgeben. Wenn du älter wirst, nie aufgeben. Ja, das kann man leicht sagen mit einer solchen Goldmedaille. Seit 3 Wochen sind wir unterwegs, haben 2 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein durchquert und auch wettermäßig war für Abwechslung gesorgt. Frühling, der Föhn, der dann zusammenbrach, es begann zu regnen und jetzt, ich kann es kaum glauben, sind wir wieder im Winter angekommen. Chaba und ich sind Richtung Einsiedeln unterwegs. Dort wollen wir im Benediktinerkloster übernachten und für besseres Wetter beten. Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Innerhalb weniger Minuten hat es so viel Schnee hingeworfen. Oh yeah. Vielleicht kann Nadia Rees den Schnee zum Schmelzen bringen. Ich werde nämlich die Jodlerin gleich hier oben treffen, denn sie wohnt in dieser Gegend. Sie ist international eine der vielseitigsten Jodlerinnen. Aber heute siehst du ja nichts. Das gibt's nicht mit dem Wetter. Ciao, Nadia. Schönes Wetter bringst du. Stimmt das? Wenn du eine Kirche siehst, gehst du rein und jodelst? Meistens. Ist diese groß genug? In einer größeren klingt's besser. Ich will dich hören. Mal, die tönt schön. Ja, da oben. Hier oben bin ich selten. Ein bisschen weiter unten bin ich auch. Ich habe gedacht, du hast als Einsiedlerin... Als Einsiedlerin und Kirche. Ja, ich bin im Kloster. Ja, ich war Klosterschülerin, hatte mit der Kirche zu tun. Aber ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Das will ich später noch genauer wissen. Aber jetzt jodle mal. Hast du einen Jodel bereit? Ja. Ist es Vergnügen oder müssen? Jodeln. Ist immer ein Vergnügen. Nur wenn es am Vorabend spät geworden ist, nicht. Das
Es wird einem gleich warm ums. Und du bist ja aufgelaufen, du bist ein armer Hund. Sitz! Ja, so ist gut. Was für ein Sonnenuntergang. Man sagt, am Zugersee gäbe es den schönsten Sonnenuntergang Europas. Das hier ist der Beweis. Haben wir geschlafen. Auf dem Wildspitz waren wir sicher nicht das letzte Mal. Unser nächstes Ziel? Der Kniepen auf dem Rossberg. Danach geht's mitten im Bergsturz nach Goldau hinunter. Der Kniepen ist der Fortsatz vom Wildspitz. Wie eine Schanze steht er da. Hier hat sich der Berg einmal stark bewegt. Vor 200 Jahren hat der Rossberg halb Goldau unter sich begraben. Pass dir auf, Jabba, da. Das ist der Bergsturz, schau. Über 450 Menschen sind damals gestorben. Sie sind der Martin. Ja, und Sie, Hartmann. Sie sind schön. Sind Sie häufig da oben? Rolli Marti ist pensionierter Sekundarlehrer, Bergsturzexperte und leidenschaftlicher Beobachter seiner näheren Heimat. Um diese Jahreszeit kommen manchmal Jungadler vom Murtertal her. Diese sind ein Jahr bei den Eltern, dann kommen sie in die Pubertät und drehen durch. Nach dem Winter haben die Eltern genug von ihnen. Können sie zwar nicht aus dem Nest werfen, möchten sie aber loswerden. Dann schicken sie sie fort. Deshalb kommen sie hierher. Und jetzt kommen die alle hier raus. Die sind in der Pubertät und spinnen, fliegen hoch. Sie fliegen hoch, hoch hinauf und machen dann den sogenannten Glissandenflug. Das haben Sie sicher noch nie gehört. Sie fliegen so hoch wie möglich hinauf und lassen sich dann fallen, wie ein Flugzeug. Bis sie am Boden sind. Mit viel Glück kann man das beobachten, am Bergsturz etwa. Aber es ist eine Seltenheit. Ja. Ich muss nach Goldau runter. Darf ich mit Ihnen gehen? Ich gehe natürlich nicht wie jeder Halbschuh-Tourist den normalen Weg hinunter. Wie meinen Sie das? Sie haben gute Schuhe an. Müssen wir etwas leiser sein, damit die Adler kommen? Ach ja, man sollte nicht so lärmen, sonst vertreibt man sie. Entschuldigung. Ja. Also, wir gehen jetzt dort den Spezialweg hinunter. Schau mal, komm, wir haben einen gefunden, komm! Dort drüben bin ich zu Hause. Buenas Schloss um eine Ecke rum. Ja. Also nicht Schloss. Ja. Da sieht man den ganzen Kanton Zug. Jabba, kannst du da oben? Haus, Jabri. Hopp. Sehr gut. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auch hier muss man aufpassen, damit man nicht stürzt.
Das war deine Idee. Achtung, hier kann es sehr glatt sein. Also, gehen wir da durch. Dieser Abstieg nach Goldau hat es in sich und ist alles andere als kinderwagentauglich. Deine Adler sind noch nicht gekommen. Nein. Nein, weil es leicht föhnig ist, getrauen sie sich vielleicht nicht zu fliegen. Wie viel Zeit verbringst du im Bergsturz? Also, zu dieser Jahreszeit. In dieser Jahreszeit bin ich etwa 3-4 Mal pro Woche hier oben. Es ist extrem interessant. Und ich bin ein Mensch, der gerne in die Wildnis geht. Hier oben hat man das Gefühl, in Mexiko oder im Wilden Westen zu sein. Vielleicht in Mexiko oder im Wilden Westen. Du brauchst also nicht wegzugehen. Nein, denn wir haben in der Schweiz alles, was es im Ausland auch gibt. Einzig das Meer und die Vulkane fehlen. Das Meer und Vulkan fehlen. Aber sonst haben wir alles. Wo geht es jetzt lang? Auf diese Seite. Mit äußerster Vorsicht. Weil da dem Güssel rein. Und da. Die Adler sind doch noch gekommen. Siehst du? Sind sie doch noch hoch? Sind sie doch noch gekommen? Schau, jetzt stürzt er und macht deine Flüge. Ja, das ist eine Spalte. Vorsichtig da. Vorsichtig. Du musst jetzt, hier, du musst jetzt hier hinunter. Irgendwann kommt ein Weg, dann bist du gerettet. Dann bist du gerettet. Danke, dass du mich bis, danke, dass du mich bis hierher geführt hast. Hat mich sehr gefreut, dich einmal zu sehen. Aber vorsichtig hier. Das ist nicht jedermanns Sache. Seit Jahren gab es wieder einmal eine Schulstunde. Einen Lehrer wie diesen hätte ich auch gerne gehabt. Mein Gott. Herz. Unglaublich. Das ist gut bei diesen Temperaturen. Seit wann kannst du jodeln? Offenbar wollte ich schon als ganz kleines Kind Jodlerin werden. Ich sang viel. Zum Glück hatten mir die Eltern das nicht verboten. Wenn du sprichst, tönst du ganz anders, als wenn du jodelst. Was passiert da? Du meinst vom Klang her? Alles geht so. Das ist natürlich wie mein Instrument, jodeln, die Stimme. Beim Jodeln ist die Stimme mein Instrument. Und dieses Instrument ist größer als die Stimme beim Sprechen. Komm, jetzt, da uns warm geworden ist, gehen wir wieder in die Kälte. Wie lange dauert es bis Villazel? Bis zu meinem Wohnort etwa 1,5 Stunden. Ja! Das ist das grosse Studio, wo du bist. Ja. Unterwegs erzählt mir Nadja, wie es in der Klosterschule in Einsiedeln war und wie sie mit dem Singen anfing. Du hast das Abi 1999 gemacht. Nein, 98. Ist schon einige Jahre her. Im großen, ehrwürdigen Kloster Einsiedeln. Ja, sieht man mir das nicht an? Ich weiß es nicht. Müsste man das? Aber geprägt hat dich diese Schule schon? Ja, schon. Ja, schon, natürlich. Vor allem, was musikalisch abging, war für mich sehr interessant. Und ich habe Ich wollte nicht ins Internat. Ich wohnte gerne zu Hause. Ich ging einfach dort zur Schule, weil es das nächste Gymnasium war. Irrsinnig schön, wie es aufklappt. Der Jodel gehört doch in die Landschaft und nicht einfach in ein Konservatorium. Natürlich gehört das Jodeln in die Landschaft. Aber man kann das Jodeln auch lernen und das könnte in einem Konservatorium stattfinden. Tut es aber nicht bis jetzt. Du musstest auch gegen Widerstände kämpfen und gelacht wurde auch ab und zu.
Ja, es ist vielleicht so, ja, am Konservatorium fand man zum Beispiel, mit Jodeln mache man die Stimme kaputt. Oder meine Schulkameraden fanden Jodeln nicht gerade cool. Aber das war mir egal, denn das Jodeln, das bin ich. Ohne geht es nicht. Von hier oben bis hier unten. Und wenn man sieht, wo du aufgewachsen bist. Und wenn man sieht, wo du aufgewachsen bist, kann man eigentlich vor lauter Freude nur losjodeln. Ich habe aber immer Hemmungen, loszujuchzen. Du nicht? Ja, du sie ist auch nicht. Mich ist ja klar. Ja. Ich hab's gemacht. So geht das Loch ab. Jodeln ist so befreiend. Ich habe es übrigens beibehalten. Immer, wenn es mir schlecht geht. Fenster auf und hinaus jodeln. Und schon habe ich wieder eine Therapiestunde eingespart. Bis nach Villazell ist es nicht mehr so weit. Nadja, Jabba und ich haben vor lauter Plaudern und Wandern sogar den Wintereinbruch vergessen. So. Ich bin eigentlich geschafft. So. Ja, jetzt ohne nicht. Diese Etappe mit so vielen Wetterwechseln und schrägen Leuten wie du. Danke, gleichfalls. Das einzig Farbige im Moment ist deine Jacke. Wirklich, du hast Farbe in die Sendung gebracht, was ja nicht anders zu erwarten war. Ich merke, das Jodeln ist für mich fast ein wenig Therapie. Das sagen andere auch. Für mich ist es manchmal auch so. Sicher? Ja, das tut gut. Leute, die zu dir in die Workshops kommen, empfinden die das auch als Therapie? Die schauen das auch als Therapie an. Ja, auf eine Art. In gewisser Weise schon, denn sie gehen meistens fröhlich nach Hause. So gesehen hat es einen therapeutischen Aspekt. Aber ich formuliere es nicht so. Aber es braucht Mut. Es braucht Mut zum Jodeln. Ja, schon, aber das braucht es grundsätzlich beim Singen. Es braucht schon ein bisschen Mut, ja. Also die kommen und sind die Leute am Anfang eher gehemmt? Die kommen ja freiwillig. Ja, ja, klar. Aber das sind Leute, die sich vielleicht finden wollen. Vielleicht, ja, zum Teil. Das ist eine schöne Suche zu sich selber. Komm, wir jodeln noch gemeinsam. Gut, beginnst du? Nein, du, sag mir, was ich singen muss. Du kannst einfach... Du kannst einige Töne gerade halten. Weißt du, wie das geht? Ja. Jo. Tiefer. Jo. Lo. Jo. Du wohnst hier unten und ich gehe jetzt hier entlang Richtung Einsiedeln. Einsiedeln. Am anderen Morgen. Langsam wird es hell. Ich durfte in den ehrwürdigen Mauern des Benediktinerklosters übernachten. Halleluja! 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 Für Jabba gab es einen Schlafplatz im Pferdestall des Klosters. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Pater Jean-Sébastien. Das ist übrigens der Hotelier des Klosters, richtig? Guten Morgen, oder? Ja, Gästepater wäre der. Der Gästepater, genau. Ich habe sehr gut geschlafen, bin aber ehrlich gesagt auch wieder froh, dass ich jetzt wieder aus dem Kloster darf. Dass ich austreten darf. Nein, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil ich weiter möchte. Genau, auf dem Weg zu sein, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Also, dann gehe ich. Haben Sie Ihre Stempel bekommen? Welchen Stempel? Das ist immer wichtig, dass er ganz schön ist. Die Pilger sind sehr scharf darauf. So.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Für Chaba gab es einen Schlafplatz im Pferdestall des Klosters. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Pater Jean-Sébastien. Das ist übrigens der Hotelier des Klosters, richtig? Kann man das so sagen, oder? Ja, Gästepater wäre der. Der Gästepater, genau. Ich habe sehr gut geschlafen, bin aber ehrlich gesagt auch wieder froh, dass ich jetzt wieder aus dem Kloster darf. Dass ich austreten darf. Nein, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil ich weiter möchte. Genau, auf dem Weg zu sein, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Also, dann gehe ich. Haben Sie Ihre Stempel bekommen? Welchen Stempel? Das ist immer wichtig, dass er ganz schön ist. Die Pilger sind sehr scharf darauf. So, dann ein guter Weg. Dankeschön. Vergessen Sie den Hund nicht. Oh, Jesus Gott, ja. Ciao. Danke vielmals. Gute Zeit. Guten Weg. Komm ich da einfach so? Ja. Ah, auch raus kommt man nicht einfach so. So, dann einen guten Weg und danke Gottes vielmal. Segen. Merci vielmal. Bitte schön, schönen Tag. Wiederschauen, Pater. Mit Gottes Segen kann nichts mehr schiefgehen. Ich habe zum ersten Mal in einem Kloster übernachtet und Chaba zum ersten Mal in einem Stall. In einem Klosterstall, im ältesten Gestüt Europas. Dort wartet man seit Tagen auf die Geburt eines Fohlens. Diese Nacht klappte es sicher. Haben wir euch gefunden? Habt ihr gut geschlafen, Ursi? Du hast Nachwuchs bekommen. Du hast Nachwuchs bekommen. Also meine Stute ist respektive meine Stute. Es ist zwar fast so, als hätte ich ihn bekommen. Seit einer Woche schlafe ich im Stall. Schau, eine schöne Stute, Madonna. Like a virgin, touched me the very first time. Mein Gott, ein Fohlen. Wenn du keine Angst hast, geh rein. Es hat vielleicht Angst vor mir. Java, bleib. Ich mach nichts. Es steht schon. Es kam um 2 Uhr nachts auf die Welt. Eine halbe Stunde später stehen Fohlen bereits. In der freien Wildbahn muss das noch schneller gehen, denn sonst werden sie gefressen. Wichtig ist, dass sie gleich trinken, damit sie zu Kraft kommen. Es macht das perfekt. Das macht sie also perfekt. Was machen wir jetzt mit dem Fohlen? Was macht ihr jetzt mit dem Fohlen? Das behalte ich. Es wird später in der Zucht verwendet. Zur Weiterzucht verwendet. Komm, Mädchen, wir gehen. Dann gehen wir wieder. Gottes Segen haben wir und am Frauenbrunnen gibt es heiliges Wasser. Das könnte Chaba nicht schaden, doch sie hält es nicht für nötig. Du willst nicht? Also gut. Wir sind jetzt schon die 4. Woche unterwegs und immer wieder Schnee, Regen, Stürme, nichts von Wonnemonat, weit und breit. Der Frühling 2010 hat es in sich. Doch jetzt scheint es aufzuklaren. Die Sonne gewinnt. Dufourweg. Dann bin ich hier richtig. Die Dufourspitze ist ja unser Ziel. Aber vorerst geht's zum Wildspitz, zum höchsten Punkt im Kanton Zug. Yes, yes, yes! Sattel da unten. Da unten ist Sattel, Hochstuckli, Mostelberg, die Mieten, dort der Glärnisch mit Vrenelis Gärtli. Dann müsste dort der Tödi sein. Stimmt nicht ganz. Das hier, das ist der Tödi.
Bald haben wir es geschafft. Wildspitz, noch eine Stunde. Komm, Geissli, komm. Eiger, Mönch, Jungfrau, kaum zu glauben. Geht's ja nicht. Schau dort den Wildspitz. Komm. Das Bergrestaurant Wildspitz liegt auf 1580 Metern und ist der höchste Punkt im Kanton Zug. Im Jahr 2000 brannte das alte Haus bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer sah man damals bis nach Zürich. Das ist Chaba. Dann muss das Nick sein. Willkommen im Top of Zugerland. Das klingt gut. Weißt du, dass ich noch nie hier oben war? Ich sehe bis zu mir nach Hause. Wo wohnst du? Dort, Richtung Rotkreuz. Gut, das weiß ich nicht. So. Auch im Kanton Zug. Und jetzt hast du es geschafft. Und jetzt hast du es geschafft, auf den höchsten Punkt des kleinsten, aber schönsten Kantons zu kommen. Ich hoffe, du hast... Ich hoffe jetzt, du hast einen genug großen Appetit. Und für Chaba habe ich eine Wurst. Ausnahmsweise. Ja, der arme Hund musste doch auch laufen. Er hat jetzt etwas verdient. Das war happig. Von Einsiedeln bis hierher. So, bitte sehr, einen rechten guten. Was ist das? Spargelrisotto. Spargelrisotto mit Lamm-Gigot und gedämpften Tomaten. Kochst du immer so? Wenn ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, ja. Ich hoffe, es sei so gut wie immer. Ja, das sieht köstlich aus, danke. Weltklasse, Heidi. Sehr fein. Sehr fein. Danke vielmals. Danke vielmals. Es freut mich, wenn es dir schmeckt. Ja, und wo ist der Chaba? Wo ist Chaba? Da vorne liegt sie. Komm, du bist ja aufgelaufen. Du bist ein armer Hund. Sitz. Chaba. Ja, so ist gut. Was für ein Sonnenuntergang. Man sagt, am Zugersee gäbe es den schönsten Sonnenuntergang Europas. Das hier ist der Beweis. Haben wir geschlafen. Auf dem Wildspitz waren wir sicher nicht das letzte Mal. Unser nächstes Ziel? Der Kniepen auf dem Rossberg. Danach geht's mitten im Bergsturz nach Goldau hinunter. Der Kniepen ist der Fortsatz vom Wildspitz. Wie eine Schanze steht er da.
Hier hat sich der Berg einmal stark bewegt. Vor 200 Jahren hat der Rossberg halb Goldau unter sich begraben. Pass auf, Jabba, da. Das ist der Bergsturz, schau. Über 450 Menschen sind damals gestorben. Sie sind der Martin. Ja, und Sie, Herr Hartmann. Freut mich sehr, irrsinnig schön. Sind Sie häufig da oben? Rolli Marti ist pensionierter Sekundarlehrer, Bergsturzexperte und leidenschaftlicher Beobachter seiner näheren Heimat. Um diese Jahreszeit kommen manchmal Jungadler vom Murtertal her. Diese sind ein Jahr bei den Eltern, dann kommen sie in die Pubertät und drehen durch. Nach dem Winter haben die Eltern genug von ihnen, können sie zwar nicht aus dem Nest werfen, möchten sie aber loswerden, dann schicken sie sie fort. Deshalb kommen sie hierher. Und jetzt kommen die alle hier raus. Die sind in der Pubertät und spinnen, fliegen hoch. Sie fliegen hoch hinauf und machen dann den sogenannten Glissandenflug. Das haben Sie sicher noch nie gehört. Sie fliegen so hoch wie möglich hinauf und lassen sich dann fallen, wie ein Flugzeug. Bis sie am Boden sind. Bis sie am Boden unten sind. Mit viel Glück kann man das beobachten, am Bergsturz etwa. Aber es ist eine Seltenheit. Ja. Ich muss auf Goldau. Ich muss nach Goldau runter. Darf ich mit Ihnen gehen? Ich gehe natürlich nicht wie jeder Halbschuh-Tourist den normalen Weg hinunter. Wie meinen Sie das? Sie haben gute Schuhe an. Müssen wir etwas leiser sein, damit die Adler kommen? Ach ja, man sollte nicht so lärmen, sonst vertreibt man sie. Entschuldigung. Ja, ja. Also wir, müssen, also, wir gehen jetzt dort den Spezialweg hinunter. Schau mal, komm, wir haben einen gefunden, komm! Dort drüben bin ich zu Hause. Buonas Schloss um eine Ecke. Ja. Also nicht Schloss. Ja, ja. Da sieht man den ganzen Kanton Zug. Jabba, kannst du da oben? Haus, Jabri. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Auch hier muss man aufpassen. Das ist Jabba. Und das ist Nick. Die beiden wollen hoch hinauf, auf den höchsten Gipfel der Schweiz, auf die Dufourspitze. Eine Reise quer durch die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Von Appenzell auf die Dufourspitze im Wallis. Nick und Jabba werden vom Winter überrascht, als sie auf die Jodlerin Nadia Res stoßen. Sie sind überwältigt vom schönsten Sonnenuntergang Europas und Nick muss sich die bange Frage stellen, woher kommt dieses Tier? Das ist über Stock und Stein. Morgendämmerung am Walensee. Das ist Wesen. An diesem Dorf fahren die meisten vorbei. Nicht so Jabba und ich. Und wir merken, Wesen ist ein Geheimtipp. Die Riviera am Walensee. Früher, als noch Dampfschiffe auf dem Walensee fuhren, kamen viele Touristen nach Wesen. Sogar der berühmte Musiker Franz Liszt hat hier Lieder komponiert. Kein Wunder, dieser Ort hatte und hat immer noch seinen Reiz. Die Altstadt ist eingebettet zwischen den Bergen und dem See.
ruhig ist es hier im Städtchen mit seinen 1500 Einwohnern. Wir sind unterwegs ins Bahnhöfli. Dort treffe ich mich mit Hertha Köchli. Hertha ist Bergsteigerin, aber nicht irgendeine. Sie hat schon über 104.000er bestiegen. Erst mit 48 Jahren hat sie damit begonnen. Heute ist sie 71. Hallo Zürich. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Ich bin Höfli und Wesen. Ich bin der Nick. Ich bin Hertha. Das freut mich sehr. Schau dir mal, so schön. Eigentlich mal jemanden. Wie schön. Endlich jemand, der kleiner ist als ich. Ich verwende nicht mehr das gleiche Waschmittel wie früher. Deshalb bin ich geschrumpft. Dafür musst du nicht mehr so viel den Berg hinaufschleppen. Danke vielmals. Da ist er gut. Wow. Wow. Danke vielmals. Nimm Platz. Ja. Bist du da? Warst du auf der Dufourspitze? Ja, das war 1990. 90 gsi. Hast du gelitten? Gelitten eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Ich leide nie. Ich gehe gerne hoch. Warst du noch auf einem höheren Berg im Ausland? Im Ausland. Ja, in Ecuador. Ah ja? Ja. Wie hoch? 6000 Meter, der Chimborazo und der Cotopaxi. Es gab aber auch Berge, auf denen ich umkehren musste. War es einmal richtig gefährlich? Ja, bei einem Steinschlag, aber das war nicht schlimm. Wann hast du den letzten 4000er bestiegen? Vor zwei Jahren, als ich diese Auszeichnung bekam. Von den Walliser Bergführern. Wann bekommt man die? Bei den ersten 30 gibt es Bronze, bei 50 Silber und bei 100 bekommt man die Goldmedaille. Ich habe Respekt vor dieser Dufourspitze. Das schaffst du. Sicher. Ja, immer mit Freuden gehen und nie aufgeben. Wenn du älter wirst, nie aufgeben. Ja, das kann man leicht sagen mit einer solchen Goldmedaille. Seit 3 Wochen sind wir unterwegs, haben 2 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein durchquert und auch wettermäßig war für Abwechslung gesorgt. Frühling, der Föhn, der dann zusammenbrach, es begann zu regnen und jetzt, ich kann es kaum glauben, sind wir wieder im Winter angekommen. Jabba und ich sind Richtung Einsiedeln unterwegs. Dort wollen wir im Benediktinerkloster übernachten und für besseres Wetter beten. Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Innerhalb weniger Minuten hat es so viel Schnee hingeworfen. Oh je. Vielleicht kann Nadja Rees den Schnee zum Schmelzen bringen. Ich werde nämlich die Jodlerin gleich hier oben treffen, denn sie wohnt in dieser Gegend. Sie ist international eine der vielseitigsten Jodlerinnen. Aber heute sehe ich ja nichts. Das gibt's nicht mit dem Wetter. Ciao, Nadja. Schönes Wetter bringst du. Stimmt das? Wenn du eine Kirche siehst, gehst du rein und jodelst? Meistens. Ist diese groß genug? In einer größeren klingt's besser. Ich will dich hören. Mal, die tönt schön. Hier oben bin ich selten. Als Einsiedlerin und Kirche. Ja, ich bin im Kloster. Ja, ich war Klosterschülerin, hatte mit der Kirche zu tun. Aber ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Das will ich später noch genauer wissen. Aber jetzt jodle mal. Hast du einen Jodel bereit? Ja. Ist es Vergnügen oder müssen? Jodeln. Ist immer ein Vergnügen. Nur wenn es am Vorabend spät geworden ist, nicht. So.
Es wird einem gleich warm ums Herz. Unglaublich. Das ist gut bei diesen Temperaturen. Seit wann kannst du jodeln? Offenbar wollte ich schon als ganz kleines Kind Jodlerin werden. Ich sang viel. Zum Glück hatten mir die Eltern das nicht verboten. Wenn du sprichst, tönst du ganz anders, als wenn du jodelst. Was passiert da? Du meinst vom Klang her? Alles geht so. Das ist natürlich wie mein Instrument, jodeln, die Stimme. Beim Jodeln ist die Stimme mein Instrument. Und dieses Instrument ist größer als die Stimme beim Sprechen. Komm, jetzt da uns warm geworden ist, gehen wir wieder in die Kälte. Wie lange dauert es bis Villazell? Bis zu meinem Wohnort etwa anderthalb Stunden. Das ist das grosse Studio, wo du bist. Ja. Unterwegs erzählt mir Nadja, wie es in der Klosterschule in Einsiedeln war und wie sie mit dem Singen anfing. Du hast das Abi 1999 gemacht. Nein, 98. Ist schon einige Jahre her. Im großen, ehrwürdigen Kloster Einsiedeln. Ja, sieht man mir das nicht an? Ich weiß es nicht. Müsste man das? Aber geprägt hat dich diese Schule schon? Ja, schon, natürlich. Vor allem, was musikalisch abging, war für mich sehr interessant. Und ich habe Ich wollte nicht ins Internat. Ich wohnte gerne zu Hause. Ich ging einfach dort zur Schule, weil es das nächste Gymnasium war. Irrsinnig schön, wie es aufklappt. Der Jodel gehört doch in die Landschaft und nicht einfach in ein Konservatorium. Natürlich gehört das Jodeln in die Landschaft. Aber man kann das Jodeln auch lernen und das könnte in einem Konservatorium stattfinden. Tut es aber nicht bis jetzt. Du musstest auch gegen Widerstände kämpfen und gelacht wurde auch ab und zu. Ja, am Konservatorium fand man zum Beispiel, mit Jodeln mache man die Stimme kaputt. Oder meine Schulkameraden fanden Jodeln nicht gerade cool. Aber das war mir egal, denn das Jodeln, das bin ich. Ohne geht es nicht. Von hier oben bis hier unten. Und wenn man sieht, wo du aufgewachsen bist. Und wenn man sieht, wo du aufgewachsen bist, kann man eigentlich vor lauter Freude nur losjodeln. Ich habe aber immer Hemmungen, loszujuchzen. Du nicht? Ja, sie auch nicht. Mich ist ja klar. Ja. Ich hab's gemacht. So, so geht das Loch ab. Jodeln ist so befreiend. Ich habe es übrigens beibehalten. Immer, wenn es mir schlecht geht. Fenster auf und hinaus jodeln. Und schon habe ich wieder eine Therapiestunde eingespart. Bis nach Villazell ist es nicht mehr so weit. Nadja, Chaba und ich haben vor lauter Plaudern und Wandern sogar den Wintereinbruch vergessen. So. Ich bin eigentlich geschafft. So. Ja, jetzt ohne nicht. Diese Etappe mit so vielen Wetterwechseln und schrägen Leuten wie du. Danke, gleichfalls. Das einzig Farbige im Moment ist deine Jacke. Wirklich, du hast Farbe in die Sendung gebracht, was ja nicht anders zu erwarten war. Ich merke, das Jodeln ist für mich fast ein wenig Therapie. Das sagen andere auch. Für mich ist es manchmal auch so. Sicher? Ja, das tut gut. Leute, die zu dir in die Workshops kommen, empfinden die das auch als Therapie? Die schauen das auch als Therapie an. Ja, auf eine Art. In gewisser Weise schon, denn sie gehen meistens fröhlich nach Hause. So gesehen hat es einen therapeutischen Aspekt. Aber ich formuliere es nicht so. Aber es braucht Mut zum Jodeln. Ja, schon, aber das braucht es grundsätzlich beim Singen. Es braucht schon ein bisschen Mut, ja. Die kommen und sind die Leute am Anfang eher gehemmt? Die kommen ja freiwillig. Ja, ja, klar. Aber das sind Leute, die sich vielleicht finden wollen. Vielleicht, ja, zum Teil. Das ist eine schöne Suche zu sich selber. Komm, wir jodeln noch gemeinsam. Gut, beginnst du? Nein, du, sag mir, was ich singen muss. Du kannst einfach
Du kannst einige Töne gerade halten. Weißt du, wie das geht? Ja. Jo. Tiefer. Jo, lo, ro. Jo. Du wohnst hier unten und ich gehe jetzt hier entlang Richtung Einsiedeln. Einsiedeln. Am anderen Morgen. Langsam wird es hell. Ich durfte in den ehrwürdigen Mauern des Benediktinerklosters übernachten. Passen, damit man nicht stürzt. Das war deine Idee. Achtung, hier kann es sehr glatt sein. Gehen wir da durch. Dieser Abstieg nach Goldau hat es in sich und ist alles andere als kinderwagentauglich. Deine Adler sind noch nicht gekommen. Nein. Nein, weil es leicht föhnig ist, getrauen sie sich vielleicht nicht zu fliegen. Wie viel Zeit verbringst du im Bergsturz? In dieser Jahreszeit bin ich etwa 3-4 Mal pro Woche hier oben. Es ist extrem interessant. Und ich bin ein Mensch, der gerne in die Wildnis geht. Hier oben hat man das Gefühl, in Mexiko oder im Wilden Westen zu sein. Vielleicht in Mexiko oder im Wilden Westen. Du brauchst also nicht wegzugehen. Nein, denn wir haben in der Schweiz alles, was es im Ausland auch gibt. Einzig das Meer und die Vulkane fehlen. Das Meer und Vulkan fehlen. Aber sonst haben wir alles. Wo geht es jetzt lang? Auf dieser Seite. Mit äußerster Vorsicht. Weil da dem Güssel rein. Und da. Die Adler sind doch noch gekommen. Siehst du? Sind sie doch noch gekommen? Sind sie doch noch gekommen? Schau, jetzt stürzt er und macht deine Flüge. Ja, das ist ein Spalt. Vorsichtig da. Vorsichtig. Du musst jetzt hier hinunter. Irgendwann kommt ein Weg, dann bist du gerettet. Dann bist du gerettet. Danke, dass du mich bis dahin. Danke, dass du mich bis hierher geführt hast. Hat mich sehr gefreut, dich einmal zu sehen. Aber vorsichtig hier. Das ist nicht jedermanns Sache. Seit Jahren gab es wieder einmal eine Schulstunde. Einen Lehrer wie diesen hätte ich auch gerne gehabt. Jesus Gott. Mein Gott. Dort unten sind Bären und Wölfe. Kein Witz. Das ist Ronja, Leitwölfin der 4 Jungwölfe, die im Tierpark Goldau zu Hause sind. Martin Meister und Priska Rama sind Tierpfleger. Sie haben die Wölfe aufgezogen. Jeden Tag geht Martin Meister ins Gehege, um durch den nahen Kontakt das Vertrauen der Tiere aufzubauen. Seit Februar teilen die Wölfe ihr 4 Hektar großes Revier mit 2 sibirischen Bären. Die beiden älteren Bärinnen lassen sich von den 4 frechen Jungwölfen nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Wer ist stärker, der Bär oder der Wolf? Stärker ist sicher der Bär. Sicher der Bär, aber listiger ist der Wolf. Listiger ist der Wolf, sage ich jetzt mal so.
Ist es für euch ein Experiment? Ist es ein Experiment oder wusstet ihr, was passieren wird, wenn ihr Bären und Wölfe zusammenbringt? Also ungefähr haben wir es gewusst. Ungefähr wussten wir es. Ein Experiment ist es immer, wenn man zwei Tierarten zusammenführt. Vor allem, wenn noch zwei ältere Bären unter ihnen sind. Ich war selber überrascht, wie gut das von Anfang an lief. Das Interesse der Wölfe war nicht sehr groß und das der Bären anfangs auch nicht. Es lief super. Besser könnte es gar nicht gehen. Wie bist du überhaupt zu dem Traumjob gekommen? Dass du Wie bist du zu diesem Traumjob mit den Bären und den Wölfen gekommen? Ja, jetzt seit 19 Jahren eigentlich im Tierpark. Ich bin seit 19 Jahren im Tierpark. Ich habe normal angefangen. Ich bin eigentlich gelernter Metzger. Das Gegenteil von Tierhaltung. Ja, und ich habe mich schon immer für die Natur interessiert. Ich fotografiere viel und präpariere Tiere. Alles gehört zusammen. Wie gefährlich ist es, wenn du im Gehege bist? Ich glaube, wenn man Angst hat, muss wenn man Angst hat, sollte man nicht hineingehen. Könntest du Leitwolf werden? Das wird es nie geben. Sobald mich die Leitwölfin nicht mehr akzeptiert, gehe ich nicht mehr hinein. Dann ist es vorbei. Jabba musste ich draußen lassen. Hunde dürfen nicht in den Tierpark. Logisch, bei den vielen freilaufenden Tieren. Man kann Futter kaufen. Diese Mouflons sind ganz wild darauf. Goldau, die Bären, Wölfe, Mouflons haben wir längst hinter uns gelassen. Auch das schöne Wetter und die Innerschweiz. Wir sind jetzt im Berner Oberland und gehen übers Gehental Richtung Hasliberg. Sind Sie auf dem Weg über die Grenze, oder? Nein, nein, wir sind zum Engselnalp. Auf die Engselnalp? Okay. Ja, ja. Ja. Ursprünglich? Aus Holland. Aus Holland. Ah ja, ehrlich. Gut, Hoop Holland. Woher kommen Sie jetzt? Von Geischholz, da haben wir Ferien. Oh, sehr schön. Ja, sehr super. Schön. Jetzt nützen Sie noch ein bisschen das schöne Wetter. Es kann am Nachmittag kann's dann wieder regnen. Oben abensauen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ziemlich ja, sicher. Ja. Ah, das ist ein bisschen der Föhn noch, der Südwind, der da reindrückt. Aber es ist trocken jetzt. Ja, ja, schön. Wir sind froh. Ja, der hat doch auch noch nie eine Kamera gesehen, nein. Oder Sie? Nein, das können Sie nicht. Na gut, also dann lasse ich Sie wieder. Wir gehen noch Richtung Hasliberg runter. Oh, ja. Oh, ja. Das Gehental ist bekannt für seine